Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cities Skylines Multiplayer. Hier bei Finizock zusammen mit Yannick, da war letztes Mal schon dabei. Und Hallo. Mr. Bambusleitung 2.0, ich habe ihm dein Hallo reingequatscht, ich entschuldige mich, das wäre Miltanika. Altbekannter, norddeutscher Mr. Ich sag's jetzt nicht, das wäre mir jetzt zu lang, um das auszusprechen, woher kommt, aber gut. Miltanika, das Ding ist, ich habe jetzt hier schon da oben angefangen abzugrasen, was das City-Bauen angeht. Yannick da unten, ich habe einen Vorschlag. Du nimmst die Freifläche, wo da so ein Pimmel, hätte ich fast gesagt, so ein komisches Stück Straße Oho. raussteht. Das war jetzt unterste Schublade, dann machen wir einen Piep drüber. Gut, ja. Lass mal laufen auf Stufe 3 wie immer, dann rasen die LKWs hier durch, aber dann geht's auch wieder schneller. Wieso wollen die eigentlich immer noch auf einer Spur fahren? Sind die irgendwie komplett bescheuert? City Skylines. Wir haben keine Mods drin, die so, mit denen wir sowas anpassen könnten. Genau. Und das werden wir auch weiterspielen. Dann müssen wir halt mal im Vergleich zu euch Modsüchtigen hier, müssen wir halt mal ein bisschen Challenge machen, nicht? Müssen wir ohne Mods auskommen. Mal gucken, ob wir das überleben. Übrigens, wie war's mit dem Strom? Ach so, da ist keine Stromverbindung über den Fluss. Ja, du bist auch intelligent. Ja, und du mit deinen komischen Windrädern, die nichts bringen? Naja, egal. Doch, aber ich hab nicht. Oh, die haben zu wenig. Ich brauche noch ein Windrad. Ja. Bin mal so Also ich eine bin jetzt auf Affenkuh. der Seite des Und dort du bist bei wo. Yannick. Genau, wenn wir Gebiete haben, wenn wir Stadtviertel erstellen können, können wir unsere, sag jetzt mal, Städtchen oder Stadtteile natürlich auch selbst benennen. Ich würde da in dem Fall amerikanische Namen empfehlen. Also, Ja. ich kann ja Dann gerade. kann. Metanika, ich kann dir mal gerade zeigen, wo du bist. Oh. Würdiges Dorf. Sehr schön. Das habe ich noch gar nicht. Ah, jetzt. Gleich abgerissen, ja, das Schwein. Ich glaube, ich baue mal direkt eine Polizeiwache hier hin. Hör auf. Okay. Ich lasse das. Eine Auch nicht Polizeiwache hier, halten. eine Polizeiwache hier, eine. Ja, das reicht erstmal. Hier hinten noch eins. Wegreißen. Da noch ein, das vier Stück müsste eigentlich mal reichen da hinten. Sehr schön. Feuerwehr fehlt auch noch komplett. Na, machen wir mal eine hier. Wie weit geht denn die? Das reicht das erste. Ja, da hinten vielleicht noch was. Irgendwie sowas. Da, genau. Sehr schön. Gut, Wasser haben sie alle, Strom haben sie auch. Da könnte ich ja glatt mal hier anfangen, die Stromleitung wieder abzureißen. Die ist jetzt halt natürlich alle nicht mehr drauf. Sag Da hat mal, was zum Stadt. Teufel hast du denn da gebaut? Lass mal schön die Stromleitung über den Fluss sein. Sag mal, spinnst du? Dann kriegst du halt keinen Strom. Ich Ist habe mir auch. meine Windräder. Ja, dann nimm du deinen scheiß Ökostrom, ich mach das direkt. Tschüss. Gut, ich mache auch noch ein Kohlekraftwerk. Wenn du schon provozierst. Das passt hier hinten doch noch. Jawohl, guck mal, das passt genau in Oh. meine Spitzkehre nach hinten. Jawohl. Also der Metallica kann sich gerne bei meinem Strom bedienen, wenn er das so möchte. Ja, gerne. Ich Und bin da nicht bei so. meinen Mülldeponien hier, da wird. Ja, hör da her. Im Übrigen, Justin, ein kleiner Tipp an dich. Falls dir noch nicht aufgefallen ist, es ist aus Versehen Linksverkehr hier. Ich hab's gesehen. Deswegen habe ich auch sage und schreibe 10 Minuten für den allerersten Kreisel ganz unten bei Yannick gebraucht. Da war noch keine Unterführung, es war einfach nur Ups. Kreisel mit Autobahnanschluss. Dafür ist die Straße zu breit. Ich muss nochmal die Stromleitung verbauen. Was baust du denn da für eine Bauweise? Ach, Stadtviertel, genau. Also dann markiert mal alle schön eure Stadtviertel hier. Achso, lädt bei mir schon wieder nicht mehr, weil ich sehe schon wieder nicht, was er baut. Wo denn? Bei Oder Metallica? baut er nicht? Ich weiß es nicht. Der baut dort in seinem linken Eck darum. Ja, bei mir stehen da zwei Straßen. Ja, bei mir sind auch nur ein paar leere Straßen. Ja, ich habe bislang auch nur leere Straßen. Ich baue erstmal die Straßen vor, das mache ich immer. Ja, bei mir sind es halt nur zwei. Ich glaube, dass er schon mehr hat bislang. Ja, er hat ein bisschen mehr. Ja, ich habe ein paar Quer gebaut. Ja, das ist ja nix Bambusleitung. Oh Mann. So schlimm ist ja nicht mal Metanika, sind die ist schon absolut grottentief. Abgrundtief schlimm. Ja. Weiß nicht, oder das ist einfach. Funktioniert nicht richtig. Oh. Ich glaube, ich bin rausgefallen. The game crashed. Ach, das ist ja auch schön.
Dann kriegen wir gleich wieder, ja, timed out. Ja, das liegt daran, dass dann Das deine ist so Verbindung so schlecht war. Arsche hier. Auf der anderen Seite dieser Straße kann ich aufbauen, ne? Klar. Ich bin übrigens rausgeflogen. Ja, kannst du wieder reinkommen. Kommen sie rennen, können sie rausschauen. Ja, ich überlege gerade einen Namen für ein Stadtviertel. Capital District Richtlinien. Zahlen von Rauchmeldern. Was machen wir? Genau, die Stadt hier, Rauchmeldergedöns. Irgendwas mit Error, ja. Was? Was mit Error? Jetzt muss ich wieder hier. Kaufhaus, Wintermarkt, Kino. Meine Straßen sehen aber auch schon wieder nicht gut aus. Ich habe ein Kaufhaus zu bauen. Ich glaube, ich reiß die Windräder doch mal ab. Janik ist joining. Okay, gut, das dauert dann jetzt wieder ein bisschen. Ja, ja, das ist jetzt Unterhaltungsspiel hier. Genau. Meltanica, erzähl doch mal einen Schwank aus deiner Jugend. Und was? Wesnick. Keine Ahnung, mir fällt nichts ein. Gibt nichts. Das ist schade. Jetzt kann ich den Windrädern beim Drehen zugucken. Ja, das ist doch auch ein schönes Bild. So. Wenn ich zu lange drauf gucke, wird mir üblich. Wird mir üblich, dann wird mir üblicher. Dann wird mir übel. Wenn dir üblich wird, dann schwätz würde ich mal. Schwätz mal lieber Ast rein. Danke. Das Einzige, was ich wirklich kann, ist einem Kumpel den Nacken kaputt machen. Oh ja, das kann ich auch. Hab Halsschmerzen verursacht. Aber das ist nichts, worauf man stolz sein könnte. Und Janik war, glaube ich. Nee, warte mal, wer war das? Das war Paul. Paul ist nicht hier. Ein Kumpel hat jetzt seit 3 Wochen Nackenprobleme wegen mir. Oh je, was hast du denn gemacht? Einmal draufgeschlagen. Oh, das ist bedauerlich. Cool, die freuen sich alle, weil ich ihnen die Windräder wieder abnehme. So, jetzt hoffe ich mal, dass es funktioniert, weil. Oh ja, jetzt sehe ich auch diese Stadt. Oh, ihr habt alle so groß und ich habe hier mein kleines Pissgebiet. Ja, du wolltest ja unbedingt das nicht so bauen wie wir. Ja, aber ich habe auch nicht so viel Platz. Naja, ich krieg einfach die nächste Kachel. Fertig. Der Kreisverkehr ist zu klein. Warum sind da eigentlich Gebiete im Kreisverkehr eingezeichnet? Sag es nicht. Das ist automatisch so gewesen. Ich habe es genutzt und das machen wir jetzt einfach Gewerbe hin und fertig. Nein, du machst da nichts in den Kreisverkehr. Ah. Dann müssen nicht gehen. Nee. Das klingt nämlich überhaupt fix. Naja, Verkehrschaos, aber das ist jetzt nicht so tief. Ich habe ein Stromproblem. Wieso? Ach so, ja, weil ich kein Kraftwerk mehr da hinten habe. Ich voll Trottel. Dann kriegt er mal wieder Strom. So, jetzt habt ihr wieder Strom. Ruhe. Ach, die haben jetzt auch keine Verbindung mehr. Nee, ich bin so berührt. Das ist nicht so geil. Boah, ich habe noch ein Kraftwerk hier hinten. Wird ja wohl noch eins hinpassen. Ah ja, ich brauche noch einen Stadtteil. Genau, ich habe meinen schon benannt. Capital District. Mir fallen keine Namen ein, also kriegt er erstmal keinen Namen. Tonröschenhöhen, jawohl. Er soll aber Englisch sein, dann machen wir wieder wenigstens irgendwas hin. Oder so, ich kann auch was draus machen. Capital District, ja, ich seh's. Ich bleib in meinem Dorf hier. So, jetzt hast du ein Southern District. Wow. Ich hab immer noch ein Stromproblem. Wieso habt ihr jetzt ein Stromproblem? Ach so, weil ich die Leitung nicht fertig gebaut habe, ich Dumpfbacke. Ja, man sollte vielleicht auch, ne? So, klong, 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 Stromproblem erledigt. Sehr schön. Jetzt wollte ich doch eigentlich das Kaufhaus da hinsetzen. Genau. Mitten rein. Ach, das ist mal zu fett. Okay. Ach, ich baue mal die Statue des Wohlstands. Das ist doch so fett. Kleinstadt. Direkt neben die Grundschule? Nee, das passt mir nicht so. Ich höre hier so an die Autobahn, ist eigentlich ganz gut. So. So, hier machen wir ein bisschen Gewerbe hin. Nee. Ja, genau so. Oh, wieso habe ich denn, wer hat denn meine Stromleitung? Ach so, ich habe mir selber meine Stromleitung. Ich wollte gerade fragen, die hat keiner was abgenommen.
Also ich baue mir, ich kaufe mir jetzt eine Erweiterung hier so. Du kaufst jetzt kein. Schatz. Ich war ein bisschen eingeengt, das tut mir leid. Ich soll eine öffentliche Bibliothek bauen. Ja, dann baue ich halt eine öffentliche Bibliothek. Meine Herren. Das war doch nicht gleich so zimperlich hier. So, Strom geht's auch gleich mal. Sehr schön. Stellt mal einer von euch gerade mal auf Zeitstufe 3, bitte. Danke. Ist das nicht selber, oder? Nee, meine Maus will nicht so. Meinst du auch nicht gerade? Hä? Geht davon aus, wir können nicht. Nee, ich glaube, wir können nicht. Das kann nur ich, okay. Ja. Auf vollem Gebiet. Oh, Hunde. Echt ungewohnt, ohne Mods zu spielen, okay, in diesem Multiplayer. So ist es halt. Ohne. Ganz ohne. Ich sag dazu jetzt einfach nichts. Zu was? Dass da ein Herfini rüberkommt und mir erstmal die halbe Stadt abreißt. Ja, weil ich da ursprünglich was anderes hinstellen wollte, aber das hatte da keinen Platz. Das muss ich bei Yannick hinsetzen. Was? Reißt meine Stadt ab? Alter! Und dann das ist es das SpaceX Forschungszentrum für Raketen. Da können wir bald Raketen starten. Ja, und wieso steht das bei mir? Das soll dann die Autobahn ran. Innovationen sind toll und so. Nee, du hast es an die Stelle gestellt, irgendwie, die haben beide von der Autobahn entfernt ist. Dass die dann alle durch meine Stadt erfahren, hat das viel Menschen. Keine Ahnung. Oh, ich muss diesen Tag-Nacht-Zyklus ausstellen, das ist ja grausig. Ich hab den gar nicht an, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich. Was kriegen wir denn hier? Bei 2200 Leuten. Das kannst du uns nicht auf Stufe 3 stellen. Dann machen wir halt mal. Stufe. Ach, es geht gar nicht mehr auf Stufe 3, hä? Okay. Ich kann doch nicht mehr pausieren. Das, warum kann ich nicht mehr pausieren hier? Kaputt. Völlig bescheuert. Ach, ich kann jetzt auch Kanäle bauen. Geht das? Nee. Finny baut Cornelius. Ich habe einfach mal getestet, wie das aussieht. Das habe ich selber gemacht. Das ist hier mittlerer Kanal, tiefer Kanal. Dann müssen wir das halt irgendwie. Ach ja, bei mir hat sich's wieder aufgehangen. Ach, das ist ja. Ach schade, das ist es ja gar nicht. Nee. Ich hab's auch gelassen. Scheine? Also, nee. Was sind das hier? Bei meiner Leitung. Das glaube ich heute echt nichts mehr. Doch, doch, das wird noch was, keine Sorge. So, unten kommt noch ein Park hin und da kommt. Oh ja, ein botanischer Garten. Das ist immer was Schönes. Das ist aber eine blöde Frage, wenn ich was hinbaue, seht ihr das? Bau mal, keine Ahnung, unterhalb von meinem großen rechts da, da muss so Freifläche, bau da mal was hin. Ja, das bau da mal. Ja, ich sehe da so eine lange Straße, die sehe ich. Warte mal, lass guck mal dahin, wenn jetzt. Ich hätte jetzt eine Mülldeponie hier angesetzt. So, was? Mach. Quelle viel zu steil. An deine neue habe ich zur Mülldeponie hier angesetzt. Nee. Sehen sie nicht. Das ist doof, dann wird das Spiel gleich wieder sagen. Error disconnected. Und muss wieder rein. Egal, ich bastel mal weiter, solange ihr das seht, das ist ja. Solange es noch geht, ist viel eher die Frage. Ah. Ich hab was gebaut. Applaus! Sie haben was gebaut. Nur mit Straßen.
machst du? Was zum Teufel treibst du da? Ich hab mal das Raumfahrtgedönsdingens da vernünftig angeschlossen. Mit was denn? Ach, mit Straße. Mhm. Jetzt hat er da mein komplettes Autobahnkreuz hier verändert. War das Marke Eigenbau? Das habe ich komplett selber gebaut gerade. Ah, ja. Sieht wahrscheinlich tausendmal besser aus als das von Fini. Also ich sehe es zwar nicht, aber... Nee, pass auf, da hinten dran. Meins ist immer noch da. Das bleibt auch da. Sonst mache ich da so ein Schloss ran. Doch, das bleibt da. Ich will das haben. Welches? Sieht cool aus. Mein Kreisverkehr mit Unterführung. Das hässliche Teil, was ich am liebsten abreißen würde. Genau, das bleibt. Ja, genau das. Oh Gott, New Hampshire ist noch ein P mit drin, wollte ich noch anmögen. Hampshire. Ach, das, das ist jetzt halt neu, also das ist halt anders. Ja, wieso? Ja, das ist halt anders. Das ist besonders. So. Es ist noch nicht mal viel passiert hier und wir haben, es fängt schon an mit Stau bei der einen, ja. Wo denn? Es ist zwar noch nicht extrem, aber es stockt trotzdem schon ein bisschen. Das an der, dieser scharfen Kurve da? Also welche scharfe Kurve? An meinem Unterführungsdings, da wo die aus der Unterführung rauskommen, wenn die vom Fluss her nach unten fahren. Sondern, wo dann? Wenn sie gerade auf die Autobahn, die durch die Stadt führen, wenn sie da gerade drauf fahren. Ja, das wundert mich nicht, dass da Malheur ist. Die Trottels können sich auch nie einigen, wer fahren darf. Warte mal, kann ich da... Nee, kann ich nicht. Kreuzung. Alter. Doch, kann ich. Ich kann hier ein Stoppschild für die unteren dran machen. Da ist ein Stoppschild. Das ist bescheuert. Dann machen sie mal oben hin. Weil... Das hat beide Seiten Stoppschilder. Ja, ich weiß, wenn meine Maus nicht reagiert. So, jetzt. Weil die oben haben eine längere Brücke, das ist nicht so schlimm, wenn sie es darauf staut, weil unten wird es sich direkt auf die Fahrbahn stauen. Mhm. Ich weiß, dass es dann da oben wieder Stau gibt, aber anders geht's jetzt nicht. Ja, du Frechdachs, gleich mal eine Abfahrt hier in dein Gebiet runtergebaut, aber komm, das geht schöner. Sorry, aber da muss ich schon intervenieren. Das kann man hinterher wieder anschließen, aber das da geht schön. Das war... diese Straße hier, so wie ich das sehe. Hier, und jetzt langsam runter. Guck mal, wie schön das geht. Ganz ohne irgendwelche hässlichen Steilkurven hier. Jetzt kannst du hier dein komisches verschnörkeltes Ding jetzt wieder hinhaben. So. Von mir aus auch nochmal da unten durch. Achtung! Achtung! Ja. Achtung! Was ist? Ah, Janik ist joining. Ha, er kommt wieder. Okay, das wäre jetzt mal ein guter Punkt, um die erste heute aufgenommene Folge, das wäre Folge Nummer 2 insgesamt, zu unterbrechen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, die anderen beiden sicherlich auch. Und wir sagen bis dann. Tschö. Tschö.